Vielleicht hat es der ein oder andere von euch schon mitbekommen, wir haben eine neue Website. Hier haben wir sie einmal auf dem PC, hier auf dem Smartphone und hier auf dem Tablet. Und jetzt schauen wir uns sie mal genauer an. So, wenn ich einen Urlaub planen möchte, dann suche ich ja meistens auf Google erstmal den Urlaubsort, in unserem Fall natürlich Oberstdorf, und rufe dann die Main-Website auf. Unsere neue Website ist sehr modern und Smartphone-nutzerfreundlich. Hier links finden wir das Hauptmenü mit allen Aktivitäten nach Jahreszeiten sortiert. Zum Beispiel finden wir hier auch alle möglichen Radtouren und ich möchte euch jetzt mal was zeigen. Das hier zum Beispiel, die Radtour ins Dochbachtal, finde ich ganz super. Schaue sie mir an und denke mir, ja, die will ich in meinem Urlaub machen und drücke dann auf das Herz. Damit ist die Tour gemerkt. Und ich zeige euch gleich, was damit passiert. Aber vorher merken wir uns noch ein paar andere Sachen. Zum Beispiel den Kletterwald im Söllereck-Gebiet. Den merken wir uns auch. So, jetzt haben wir uns ein paar Sachen gemerkt. Und jetzt darf ich euch zeigen, was wir damit machen. Wir gehen nämlich in das neue Highlight unserer Website, unseren Urlaubsplaner. Hier geben wir erstmal ein, für wie viele Nächte wir denn in Oberstdorf sein möchten. Dann tut sich für jeden Tag ein Notizfeld auf. Und wie ihr sehen könnt, haben wir hier auch die Aktivitäten, die wir uns vorher gemerkt haben. Eben die Radtour und den Ausflug in den Kletterwald. Jetzt können wir noch beliebig aus den Vorschlägen verschiedene Sachen hinzufügen. Oder wir suchen uns eben auf der Website eigene Aktivitäten, die wir in unserem Urlaub erleben möchten. Wir können oben hier auch nochmal eingeben, auf was wir aus sind, also auf einen Aktivurlaub, Familienurlaub. Ich habe jetzt mal Aktivurlaub angetippt, dann passen sich die Vorschläge entsprechend an. Außerdem gibt es in unserem Urlaubsplaner auch noch eine Packlistenfunktion. Hier können wir, je nachdem, wie unser Urlaub gestaltet werden soll, verschiedene Items hinzufügen zu unserer ganz persönlichen Packliste. Über unsere Website kann man ja auch die Gastgeber buchen, suchen, sich anschauen und so weiter. Da kann man auch seine Favoriten im Urlaubsplaner direkt speichern. Hier noch ein paar coole Features. Wer ganz lustig ist, kann seinen Urlaub auch per Zufallsgenerator planen lassen. Außerdem kann man ihn auch teilen, zum Beispiel an einen Kumpel, mit dem man zusammen den Urlaub machen möchte. Man kann ihn drucken, da kommt das Ganze hier in so einer schönen PDF aufgearbeitet. Dann kann man ihn auch löschen und es gibt auch einen Urlaubsplaner FAQ. Da werden die wichtigsten Fragen zum Urlaubsplaner auch nochmal beantwortet. Rechts oben befindet sich nochmal ein Ausklappmenü. Hier finden wir verschiedene Kleinigkeiten, die aber alle sehr, sehr wichtig für einen guten Aufenthalt in Oberstdorf sind. Das war's soweit mit unserer neuen Website. Es gibt noch viel zu entdecken, also viel Spaß beim Durchstöbern.